Hey, willkommen zu Science Comedy. Wir entführen euch in die Welt der Chemolumineszenz. Magic Andy hat keine Kosten gescheut, um mit einem Team und einem U-Boot der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei begegnet ihr leuchtenden Erscheinungen und lernt, wie man Wasser zum Leuchten bringt. Dive, dive, dive! Was ist Chemolumineszenz? Warum sagt man zur Chemolumineszenz auch kaltes Licht? Hast du dich jemals gefragt, warum Glühwürmchen leuchten? Der Begriff Chemolumineszenz steht für Licht aus chemischen Reaktionen. Sehr oft wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Wenn eine Glühbirne leuchtet, wird Wärme und Licht gleichzeitig erzeugt. Bei der Chemolumineszenz wird entstehende Energie in Form von Licht ausgestrahlt. Bei der Chemolumineszenz wird keine Wärme erzeugt, deshalb nennt man es auch kaltes Licht. Glühwürmchen, Leuchtkäfer, manche Pilzarten und Tiefseebewohner können in speziellen Organen in ihren Körper diese Reaktion hervorrufen. Sie können Stoffe freisetzen, die kaltes Licht erzeugen. Leuchtstäbchen und Leuchtwürfel funktionieren nach demselben Prinzip. Ungefähr so funktioniert es. Im Waschpulver sind zwei Substanzen enthalten, die für das Leuchten nötig sind. Lauge und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Als Farbstoff dient das Luminol. Fügt man dem Gemisch jetzt noch Blutlaugensalz hinzu, reagiert alles miteinander und es entsteht kaltes Licht. Und so könnt ihr euer eigenes Leuchtpulver herstellen. Waschpulver, Blutlaugensalz, Luminol, ein leeres Schraubdeckelglas, 3 bis 4 Esslöffel Waschpulver, 1 Teelöffel Blutlaugensalz, eine Messerspitze Luminol, kräftig schütteln. Fertig! Keine Lust selber zu mischen? Dann könnt ihr das leuchtende Waschpulver auf www.sciencecomedy.de bestellen. Yes, yeah,